Heute ein Gast bei mir, von dem ich mir gerne beim Golfen und auch medial eine Scheibe abschneide. Hallo Nobby Dickel. Hallo Nobby, hi. Bevor wir gleich richtig quatschen, uns werden die Themen nicht ausgehen, erstmal ein Käffchen. Nobby, was darf es denn für dich sein? Cappuccino. Cappuccino. Hast du so ein bisschen, weißt du, wie du hier mit der Maschine und so? Ich bin amtierender Asienmeister an der Maschine. Dann, bitteschön, zeig mir, wie das funktioniert. Ich kann es nicht. Ich komme doch aus dem Sauerland gebracht bekommen. Guck doch mal, wie das läuft hier. Zack. Die Handgriffe sitzen. Da kann man nicht meckern. Das stimmt schon. Ja. Also ich merke schon. Das war doch jetzt schon mal vom Allerfeinsten. Das läuft. Jetzt müssen wir natürlich die Milch noch ein bisschen aufschäumen. Das siehst du. Was mit der Hammer, Uwe? Ich bin da ganz bei dir und vor allen Dingen ganz erstaunt, wie viel ich ankenne. So eine schöne Kaffeemaschine gibt es ja auch an der Geschäftsstelle. Man sieht dich relativ häufig daran. Wie viel Kaffee trinkst du pro Tag? Du wirst ja klar, ich trinke wirklich nicht so viel Kaffee. Pass auf, ja. Ich trinke so 2, maximal 3 Tassen. Aber die sollen gut sein. Ja. Und das ist ja hier gegeben. Schau her. Oh. Eine Tulpe, ist das nicht schön? Ah ja, Wahnsinn. Das habe ich jahrelang geübt. Ich habe gedacht, irgendwann kommt der Ovo und sagt, der will was wir lernen. Trinken Kaffee zusammen. Ja, ich habe ja gesagt, ich kann von dir noch einiges lernen. Das sieht richtig gut aus. Jetzt noch meinen Kaffee und dann gehen wir rüber. Nobby, wie wäre dein Leben denn verlaufen, wenn der junge Norbert Dickel sich nicht für den Fußball entschieden hätte? Ups, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich gar nicht für den Fußball entschieden. Der Fußball hat sich für dich entschieden. Ja, ich war jetzt nicht so der talentierte Fußballer, dass ich mein ganzes Leben daran geglaubt und gedacht habe, ich würde Fußballprofi, sondern ich habe bei Sportfreunde Siegen in der Oberliga gespielt und habe da eine Menge Tore geschossen. So hat sich das ergeben. Selbst bei 38 Toren in der Oberliga habe ich nicht daran geglaubt, dass ich irgendwann mal Fußballprofi werde. So ehrlich muss ich schon sein. Ja, ja, die anderen konnten den Ball 500 Mal hochhalten, da war ich noch in dem Gestrüpp den Ball am Suchen. Aber du konntest ihn reinschießen. Das konnten andere vielleicht nicht so gut wieder. Das war meine Argumentation. Es gab ja viele, die mir dann gesagt haben, du weißt ja auch, so Gegner von dir, die können ja auch brutal sein. Die haben immer gesagt, du kannst keinen Fußball spielen. Ja. Dann habe ich gesagt, aber ich habe vielleicht das Spiel verstanden. Der Ball muss ins Tor. Nobby, aber was wärst du dann geworden, wenn du nicht Fußballer geworden wärst? Ich habe mal eine Lehre gemacht als Werkzeugmacher. Das hat Berti Fuchs übrigens auch gelernt. da habe ich aber nach meiner Lehre auch nur 2 Monate gearbeitet. Bin dann zur Bundeswehr gegangen, habe mich dort verpflichtet und das war aber auch nichts. Ich kann es ja, Uwe, es ist schwer. Ich hatte Spaß an immer am Verkaufen. Ja. Und das habe ich dann in der Zeit, wo ich war ja auch mal ganz kurz nicht beim BVB, da habe ich Sportartikelhersteller Schuhe verkauft, ich habe Antriebstrommeln für Fördergurtanlagen verkauft, ich habe Küchen verkauft. Alles 3 Sachen, wovon ich keine Ahnung hatte. Aber, Uwe, Verkaufen hat mir Spaß gemacht. Ja. Ich fand das einfach toll. Verkaufen ist immer was Schönes. Mit Menschen zu tun haben und das stimmt. Menschen von einem Produkt zu überzeugen, wo man selbst von überzeugt ist. Sehr gut. Du hast auch relativ früh verstanden, wie man mit dem Golfschläger umgeht, selbst in deiner Karriere schon. Und du bist ein sehr guter Golfspieler, wie ich meine. Was genau am Golf macht dir so viel Freude? Weil das ein Sport ist, den ich definitiv nicht erlernen werde. Weil, ja, ich weiß, was du meinst. Ich spiele das jetzt seit 89. Da hat meine Frau mich immer aus dem Haus geschickt und hat gesagt, wenn du so rappelig bist, dann musst du dich aufhören mit meiner Karriere. Geh 9 Löcher Golf spielen, dann bist du wieder ruhiger. Es ist ein unfassbar schwerer Sport, der aber auch unfassbar viel Spaß macht. Das Loch ist viel zu klein, der Ball ist viel zu klein, die Bahnen sind viel zu lang, das ist alles, da passt alles nicht. Aber deswegen, ich glaube, gibt es auch so viele Fußballer, die den Golfsport mögen. Ja, ich glaube, für ehrgeizige Menschen ist das was Richtiges. Du kannst ja auch gegen dich selber spielen oder gegen den Sport, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was ehrgeizige Menschen packt. Ja, finde ich eine gute Antwort. Nimm mal ruhig einen Schluck Kaffee, denn jetzt werden wir ein bisschen spontan. Gerne. Ja, ja. Es geht ein bisschen, bin ich gespannt. Es geht ein bisschen zur Sache. Von mir kommen ein paar Sätze und du machst dir einfach fertig. Ja. Mach einfach fertig, okay? Der schönste Golfplatz, auf dem ich je gespielt habe, ist in Schottland, Kings Barnes, St. Andrews. Toll. Ein Lebenstraum von mir, da mal zu spielen. Ich habe es noch nicht geschafft. Ist er. Ja. Mein Lieblingssatz als Stadionsprecher ist?
6:0 für Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München in der 42. Spielminute Torschütze. Ja. Der Spieler mit der Nummer 11, Marco Reus. Oh, das wird er bestimmt gerne hören, der Marco. Aber Hauptsache Tor für uns gegen die. Das ist schon mal gut. Wenn ich mir einen Star als Urlaubsvertretung im Stadion wünschen dürfte, dann wäre das. Der mich vertritt? Ja. Oh, jetzt wird es aber schwer, außer... Wer kann das denn außer du machen? Jetzt bin ich trinke da mal einen Schluck Kaffee. Martin Rütter. Martin Rütter? Der kann wir sind seit vielen Jahren befreundet. Ist auch nicht unbedingt... sein Metier, oder? Nee, ist ja auch ein bisschen FC-Fan. Aber das geht ja bei uns noch. Ne? Er ist einer, der ganz toll sprechen kann. Mir macht das immer wieder Spaß, ihm zuzuhören. Ja, und wir haben ja auch eine ganze Menge wilde, junger Hunde auf dem Platz. Ja, genau. Die Kurve war nochmal... Ja, ganz richtig. Genau. Der Spieler, mit dem ich den meisten Spaß bei Interviews habe, ist... Also da habe ich ein paar, mit denen ich echt viel Spaß habe. Mit Julian Brandt habe ich viel Spaß. Mit Marco habe ich auch viel Spaß. Das muss ich schon sagen. Also ich hab zu allen Spielern einen guten Draht. Und es wäre fast schon unfair zu sagen, mit dem habe ich besonders viel Spaß. Ja, ich habe mit allen viel Spaß. Vielleicht habe ich mit Julian und Marco ein bisschen mehr. Ja. Das sind aber auch zwei Scherzkekse, würde ich gerade sagen. Danke für diese Schnellrunde. Aber ich habe noch was. Du bist in all den Jahren so viel rumgekommen. Du warst in Asien, du warst in Amerika, du warst eigentlich überall auf der Welt. Und hast auch viele Menschen kennengelernt. Wer war denn die beeindruckendste Person, die du jemals kennengelernt hast oder mit der du jemals Kontakt hattest? Von den Fußballern oder von den Prominenten? Ich würde sagen allgemein. Also muss nicht. Ich glaube, dass man halt eine Menge sehr interessanter Menschen im Leben kennengelernt hat. Ich bin zum Beispiel mit Wolfgang Bosbach befreundet. Das ist ein Mensch, dem ich unfassbar gerne zuhöre, weil wenn er etwas sagt, begründet er es, argumentiert das und es macht sehr großen Spaß, mit ihm sich zu unterhalten. Ich habe so viele tolle Fußballer kennengelernt. Am meisten gefallen mir natürlich die, die auf dem Boden geblieben sind. Wenn ich mir jetzt so überlege, wenn wir mit unseren Legenden unterwegs sind, wie schön das ist. Das ist so gut. Die Jungs aus Brasilien. Du bist ja da Trainer. Ja. Ich spiele nicht immer von Beginn an. Das ist aber ein anderes Thema, aber das ist immer, sind immer tolle Reisen. Aber du kannst natürlich mit mir reden. Ne? Tue ich doch, gerne. Auch immer gerne beim Käfken. Ja, deshalb machen wir das doch. Deshalb werde ich dir wahrscheinlich eingeladen. Ich glaube, du spielst nächstes Mal von Anfang an. So, ihr habt es gehört. Ich hatte eine Menge Spaß, Nobby. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, sehr gerne. Und gerne wieder auf ein Käffchen. Wunderbar, danke.